Zuschauer oder was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren so Video. Mikey, hello. Mensch. Danke, dass du mich lange hier hast. Lange ist es her, dass du mal in einem Video von mir warst, Alter. Wirklich. Ja, stimmt. Das letzte Mal waren wir in Urlaub, glaube ich, zusammen, Das stimmt. Mikey, ich habe mir ein bisschen deinen Hintergrund angeguckt. Ich weiß ja, wo du herkommst. Du hast erst mal meine Haare gefärbt. Mhm. Und es geht heute um Haare. Es geht heute um was ganz Besonderes, Mikey. Okay. Ich habe einen Subreddit gefunden, was wirklich komplett zusammenfasst, was du hast. Und zwar ist das Just Fuck My Shit Up. Also stell dir vor, du gehst zu einem Barber und sagst, yo, Just Fuck My Shit Up. Mhm. So sind ungefähr die Haarschnitte. Und ich möchte ganz kurz, dass du dazu ein, zwei Worte verlierst, okay? Okay. Wir scrollen einfach mal ein bisschen durch, würde ich sagen. Beginnen wir doch mal mit dem ersten Bild. Ich glaube, das hatte ich schon mal in einer Reaction von mir drin. Also ich würde mal sagen, das ist ja Werbung, ne? Ja. Man müsste ja eigentlich damit Kunden anziehen. Mhm. Meine Frage ist, würdet ihr jetzt zu einem Zahnarzt gehen, der solche Haare hat? Auf keinen Fall. Nee, ne? Weil wenn man denkt, der würde das als schön empfinden für seine Haare, was würde er denn mit deinen Zähnen machen? Digga, ganz ehrlich, Mikey, ich bin wirklich echt... Also, guck dir das mal an der Seite an. Ist das überhaupt ein Haarschnitt? Ich finde, der Style ist jetzt, sagen wir mal, die Farbe ist egal, ne? Ist das gefärbt? Nee, das ist nicht gefärbt. Das sind graue Haare. Seine grauen Haare, er hat die gelassen. Ist ja kein Problem. Aber was meine Situation ist, was ist das dahinter? Das sieht so aus wie so ein... Vogelnest irgendwie, ne? Genau. Oder so Federn. Okay, Mikey. Ich würde sagen, wir klicken uns einfach mal durch. Ich weiß nicht, was du dazu sagst. Vielleicht ein, zwei Worte. Generell Bartdesign und so. Hast du da schon mal Gedanken drüber gemacht? Nee, ich mag das nicht. Ich mag einfach nur entweder so richtig Babo Bart oder stoppeln oder, aber ich mag nicht, wenn es zu guck mal, das ist so, wenn du da hinguckst, das hat so eine Verbindung mit seinem Hals. Ja, das stimmt schon. Und guck mal hier, das ist wie Moses, der das Meer geteilt hat, weißt du? Das ist richtig, richtig scheiße. Moses was the hairdresser, oder? Mhm. Oh Gott, okay. Also ich denke mal, es gibt zum Beispiel, das sehe ich richtig oft. Das ist meine Frisur. Oh mein Gott, aber richtig übertrieben. Das habe ich gerade gar nicht realisiert. Hier sind einfach die Haare weg. Die rasieren das doch weg. Manche wollen doch so eine Linie haben. Ja, aber das ist so echt groß, oder? Nee. Digga, das ist eine komplette Furche, Alter. Ich meine, er sieht ja auch nicht hässlich aus, oder? Nee. So, aber das macht halt wirklich alles kaputt. Das macht ja alles kaputt. Das ist echt schlimm. Das ist schrecklich, oder? Ja, das ist so, ich will in Mode sein, aber hab's nicht hingekriegt. Denk mal, das halt, wenn du den 2-Euro-Friseur halt wählst, ne? Und dann macht er das. Ja, oder der Friseur hat das gerade gemacht und er so, oh hey, so, oops, und dann hat's so ein bisschen runtergezogen. Das... Ja, Mikey, da brauchen wir gar nicht mehr viel zu sagen. Weißt du, was ich glaube, das war? Das war so, ich bin jetzt zu Hause, ich male mir jetzt mein Gesicht mit Dingens an, mit Edding. Es muss Edding sein, oder? Ja. Kann nicht geschnitten sein, ne? Nee. Das feiere ich. Findest du auch gut? Ja, das würde ich auch machen bei Kunden, wo ich... Haare rasiert? Ja. Gerade bei Frauen, glaube ich, ganz gut, oder? Aber ich glaube, eine Frau wird halt schnell misstrauisch, wenn du im Rasierer kommst, ne? Ja, und da kommt auch danach der Anwaltsbrief, ne? Echt jetzt? Ja. Kann man dafür jemanden anzeigen? Ich glaube schon, wenn du jemanden einfach den Kopf abrasierst und irgendwie Beweis hast, dass du es nicht wolltest. Gut, hier haben wir einen Hund. Oh, wie süß! Okay, das ist doch Photoshop, oder? Nee, das ist rasiert. Der ist einfach rasiert. Der ist ein Husky halt. So, ja, die haben so viel Fell. Die haben so viel Fell, das ist unnormal. Oh. Aber das ist doch mal eine Frisur, oder, Mike? Das ist schön, ja. Findest du wirklich? Ich wollte gerade sagen, lass mich kurz aber eins erwähnen, ja. Das ist hässlich, das wissen wir alle. Mhm. Aber die Kunst, um das hinzukriegen, ist doch eigentlich, man muss es doch können irgendwie. Ja, aber es sieht ja scheiße aus. Sieht scheiße aus. Halt, wenn, das ist genauso, wie wenn du jetzt, stell dir vor, du schnittst so einen Stock, der ist richtig filigran und ist trotzdem nur ein Pimmel geworden. Weißt du, was ich meine? Ist genau das Gleiche. ich darf nicht lachen. Schön. Alter. Ja, kann man machen. Alter. Was ist das hier in meinen Haaren? Ich sehe das so oft. Was ist das? Das ist... Dass das so... Guck mal, das ist so wie so ein Haardingens. Das habe ich auch drin, aber ich habe es halt nicht übertrieben. Ja. Weil ich habe halt hier dünne Haare und sprühe immer so ein Zeug rein, damit man den Ansatz nicht so heftig sieht. Vor allem, wenn es fettig wird. Und das ist, wenn man das übertreibt, die machen, das sieht aus wie Schuhcreme. Ja, genau. Und das ist so diese Männer von dieser Generation, weißt du? Man hat keine Haarstruktur mehr so, ne? Nee, das ist ja einfach nur Paint. So wie Schuhcreme. Yes! Alter. Ich weiß gar nicht, was soll man dazu sagen? Ich glaube, das hat er gemacht, damit es so ein Scheißbild ist. Weißt du, der wollte seinen Kopf abrasieren und hat gesagt, komm, ich lasse erstmal ein bisschen übrig und vielleicht werde ich ein bisschen viral. Das ist hier wahrscheinlich auch das Bild, oder? No comment. Oh Gott. Oh my God, what's happening here? Oh Gott. Aber guck doch mal den Vater auch an. Die haben ja alle so eine Scheißfrisur, ne? Stell dir mal vor, dass du eine Familie, wo es darum geht, einfach, dass du eine Scheißfrisur hast. Das gibt's. Das habe ich ganz oft mal gesehen. Dass einfach Familien sagen, ich möchte besonders aussehen, also lass ich mir die Haare scharf schneiden. Oh, die armen Kinder. Was für Mobbing, die sich alles... Oh, oh mein Gott. Digga. That's you, Mikey. Ich kann nicht lachen. Also.
Guy Fieri kennt man ja von Smash Mouth, der Sänger, immer mit der Sonnenbrille ganz ikonisch, aber das ist ja wirklich schlimm, oder? Aber das passiert ganz oft bei Asians, ne, weil die Friseure können asiatische Haare nicht blondieren. Weil die so schwarz sind, oder? Ja. Weil die so dunkel sind, ne? Ja. Was ist krasser, arabisch oder asiatisch? Asiatisch. Ja? Mhm. Ich finde so arabische Haare, die sind dunkel, die sind auch schwarz, aber irgendwie lassen sie sich noch blondieren. Okay, und das hier geht gar nicht, ne? Aber bei asiatischen Haaren ist es so schwer irgendwie. Die werden halt immer komplett weiß, oder? Ja, das ist schon mal eine gute Stufe, aber die werden orange meistens, aber das ist echt next level. Krank, Alter. Yes. Alter, Mikey, ohne Witz. Stell dir mal vor, du hast so eine Frisur. Stell dir mal bitte einfach vor, du hast so eine Frisur. Ich glaube, ich würde nicht aus dem Haus gehen. Und du bist einfach irgendwer, der hat eine Marke. Das ist vielleicht ein Sheriff. Könntest du so einen Polizisten ernst nehmen, wenn der zu dir kommt? Ich meine, schau mal, könntest du das? Nee, ich glaube, als sein Chef müsste man das doch ihm sagen, oder? So nach dem Motto, Diggi, das geht doch so nicht, oder? Es ist schlimm, oder? It's horrible. Okay. Aber meine Frage ist, ja, warum machen die einfach nicht Glatze, solche Leute? Weil wenn mir die Haare rausfallen, dann sage ich, okay, ciao, Kakao, ich mach Glatze, fertig. Nee, wenn dir die Haare rausfallen, sagst du, lass mir welche implantieren. Ja, das auch. Aber das Ding ist, auch wenn ich sie mir implantieren lasse, irgendwann mal, wenn ich 40 bin und es geht weiter nach hinten, habe ich ja keine Donor-Hair. Dann macht es keinen Sinn mehr, ne? Dann mache ich einfach Glatze. Aha, okay, weißt okay. Weißt du? Was hältst du hiervon für Kinder? Ich sage, die Eltern sind nicht gute Eltern. Warum? Das macht man nicht mit dem Kind. Weißt du, man lässt sein Kind nicht so raus, dass er ein Target für Mobbing ist. Das stimmt, das macht es echt einfach für andere Kinder, ja, ne? Das ist so, die Mutter hasst das Kind irgendwie, wahrscheinlich, weil der Vater sie verlassen hat, nachdem das Kind erzeugt worden ist. Und dann sagst du so, jetzt will ich deinen Vater ruinieren und ruiniere dich dabei. Aber das Kind wächst dann auf mit ganz vielen Trauma und Psychologen, ganz viele Stunden, die das Kind bei Psychologen belegen muss, nur weil die Mutter scheiße ist oder der Vater, keine Ahnung. Der arme Junge, wirklich. Horrible. Okay, das ist eine Gucci-Werbung tatsächlich. Nein, das ist nicht echt. Das ist eine Gucci-Werbung. Nein, das doch, kann... Doch, das ist eine Gucci-Werbung. No, it can't okay, be real. Okay, pass auf, wir machen Folgendes. Ich speichere mir das jetzt. Wir gehen und dann machen wir Reverse Search. Google Reverse Search, genau. Nein. Nee, wurde nicht gefunden tatsächlich. Ja, das würde nicht durchgehen bei deren Creative Director. Meinst du nicht? Nein, also ich könnte mir vorstellen, es gibt Marken, die das erlauben würden, ne? Aber nicht Gucci, oder? Ja, Gucci stays classy irgendwie. Aber das wäre halt cool für Gucci, oder? Ich meine, es wäre ein geiles Zeichen, was sie setzen würden. Für Leute mit Halbglatze. Weißt du nicht, was für eine Marke ein Botox das dann sein soll, aber warum nicht? Okay. Das guck auch doch mal links an. Ja! Die Mutter ist. Oh Gott. Kennst du eigentlich diesen I would like to speak to your manager Haircut? Ja, den hier. Boah. Ja. Und warte. Das ist das Hilf mir mehr Haircut. Dieser Haarschnitt ist wirklich genau das. Ich würde gerne mit dem Manager des Ladens reden. Ich sehe es sogar in Deutschland beim DM richtig oft. Diese Frauen beschweren sich dann und machen... Also ich will jetzt hier keinen stigmatisieren oder so, ja, sondern ja, einen Kamm scheren. Aber sie sieht auch so aus, oder? Nee, die beschwert sich nicht bei dem Manager. Die ist ein bisschen anders. Die ist so, hilf mir, meine Tochter will meinen Mann klauen. Sieht das nicht aus wie Mo? Ein Stück weit schon, oder? Ich will das nicht sagen. Alter, was ist das denn? Aboubakar, Fußballspieler hier aus FIFA. Was ist das für eine Frisur? Wie willst du hier mit dem Kopfball machen, Mikey? Erklär es mir. Oh mein Gott, daran habe ich nie gedacht. Oder? Das geht doch gar nicht. Mach mal Kopfball wirklich hier mit oder Stirn? Ja, Stirn, irgendwie. Aber wenn du manchmal vielleicht erwähnst, auch mit der Seite oder sowas, ja, wenn dann noch da Haare sind, das ist doch schlecht, oder? Das ist so ein Weekend-Schnitt. Ist es the grandmother or the what? Nee, das ist ein Typ, aber der hat die... gleichen Haare. Oh shit, Alter. Okay, das tut mir wirklich leid. Das ist doch echt kacke, oder? Der kann ja keine gute Kindheit gehabt haben, der Arme. Scheiße, Alter. Oh, ich darf mir sowas nicht angucken, sonst verrutscht meine Nase noch. Ja, okay. Er sieht sowieso immer schlimm das aus. Das ist Trump-esque. Das ist doch Trumps Frisur. Ja, halt das ist der britische Premier. Ja gut, Will Smith. Das war aber bearbeitet, ja, das oder? Das ist halt nicht, das kann ja nicht real sein. Oh shit, sowas finde ich immer richtig schrecklich, Mike. Das ist schrecklich, aber ich finde die Kunst geil dahinter. Also ich finde, das ist nicht schön, aber okay, der Friseur mit einer richtigen Richtung, der könnte was... Aber erklär mir ganz kurz, warum schneidet Kanye West ihm die Haare? Ist das Kanye? Das sieht genauso aus wie Kanye West, oder? Stimmt, weil die Augen weg sind. Ja, das ist so diese Lippenbereich. Ja, die Lippen und... Ich weiß nicht, Alter, ich finde sowas echt krank. Ich finde auch immer dieses Grasierte hier, finde ich immer zu krass. Ja, kennst du das? Erinnerst du dich an früher diesen Trend, wo es geil war, sich so ein Nike-Zeichen in die Seite zu machen? Schrecklichste Zeit meiner Jugend, wirklich. Ich hatte nur einmal so einen Streifen drin, dachte mir schon so, damn. Aber wirklich, Leute aus meiner Klasse, die haben es next level gehoben, die sind hingekommen. Einer hat sich wirklich hinten das Gucci-Logo, Armani-Logo hinten reingemacht. Oder Flammen mit... Schlimm, Alter. Ja, ja. Absolut schlimm, wirklich. Ich finde das echt nicht schön. Ich finde, wenn ich sowas sehe, dann denke ich einfach nur, der Friseur hat's drauf. So, was denkst du hier? Könnte man mehr draus machen, oder?
Das ist, glaube ich, mehr so... No comment. Okay. Oh ja! Oh mein Gott, das sagt's wirklich. Die Augenbrauen, I'm offended by everything. Mich stört einfach alles auf dieser Welt. Ich bin feministische, veganistische, Peter, genau. Frau, die alles. Gleichzeitig... Oh. Man kann manchmal an einem Haarschnitt eines Menschen echt schon sehr viel erkennen. Ich habe diesen billigen Fuckboy-Haarschnitt, Alter. Leute, ich glaube, wir sind damit durch. Wir haben uns genug Scheiße angeschaut, genügend Haare. Ja, Mikey. Ich krieg Nerven zusammen und meine Nase verrutscht gleich. Keine Sorge, es geht gleich ganz entspannt weiter. Wir kommen ein bisschen runter, Mike. Ich habe auch noch ein Video mit dir geplant. Oh, Leute, schaut auf jeden Fall bei Mikey vorbei. Der Boy ist in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank dafür. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss.